Yo, meine Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fiesta Online. Und wir machen heute auf jeden Fall am Buggy Spot schön weiter, denn wenn er frei ist, dann nutzen wir den natürlich ein bisschen aus, nicht ganz so lange, denn diese Folge war schon wieder. Dann hatte ich 3 Folgen, wir haben jetzt in einer Stunde, 4 Minuten sogar, okay, haben wir jetzt von 76% auf 20% gemacht, hieß ja also 44% haben wir diese Folge gemacht, in einer Stunde 4 und genau, ich bin mal gespannt, nächste Folge muss ich wieder aufnehmen oder wie gesagt, den nächsten Zeitraffer und mal gucken, vielleicht kriege ich ja irgendwann noch den unteren Spot, weil ich habe gestern zum Beispiel die ganze Zeit rumgesucht, ob da ein Spot frei ist, aber ne, alle 3 Spots waren besetzt und dachte ich mir so, das kann ja nicht wahr sein, da habe ich mal die Zeit für erst aufzunehmen und nö. Kommt so ein Strich durch die Rechnung und ich darf die Fiesta aufnehmen. Das war natürlich ärgerlich in dem Moment, als ich mir gedacht habe, dann halt nicht. Ja, und ich wollte halt nochmal dann auf das Video, letzte Video drauf gehen, von welcher Spot ist denn besser. Denn ich habe mir jetzt nochmal die Zahlen angeguckt. Das heißt nämlich, ja gut, man muss ja bedenken, ich hatte noch ein Level Up mittendrin. Denn mit Level 128 habe ich an der Seite 34% in einer Stunde geschafft. Dann in der zweiten Folge habe ich auf jeden Fall 40% geschafft. Da hatten wir ja ungefähr Hälfte, kann man ja sagen, ne? Und jetzt in dieser Folge haben wir 44% geschafft, woran? Aber man muss ja bedenken, dass wir noch ein Level Up hatten. Das heißt also, wir brauchen ja mit Level 129 natürlich mehr Prozent als mit Level 128. Das heißt, vielleicht hätten wir 46, 47, 48% so im Dreh noch geschafft. Da bin ich natürlich am jetzt rumgucken. Gut, nicht rumgucken, sondern rumrätseln, ob das so sein kann oder nicht. Weil, wie gesagt, wir brauchen ja, wie viel sind wir? Vielleicht 2-3 Mal, ja. Ist so eine Sache, wie viel wir jetzt im Endeffekt mehr abgeben konnten oder könnten, eher gesagt. Ob sich das wirklich garantieren würde jetzt, aber selbst wenn, das sind jetzt 2-3%. Das heißt, aktuell geht der Buggy-Spot schneller als der eine Spot links, ne? Das kann man soweit sagen und dann bin ich mal gespannt. Vielleicht schaffe ich halt irgendwann nochmal den letzten, dritten Spot aufzunehmen. Wenn irgendwann mal was frei wird, das ist ja nochmal wichtig, denn wenn nichts frei ist, kann ich halt nicht aufnehmen. Also von daher, ich bin da rumrätseln und jetzt hoffe ich, dass zumindest entweder... Und mein Video kommt heute am Donnerstag raus, genau, also heute, ob heute irgendwas frei ist oder ansonsten morgen, denn da sind so die Tage, die frei habe, wo ich Samstag, Feiertag, da bin ich weg, schön im Moviepark. Ja, das muss man sich auch mal gönnen, mit Kollegen und Kolleginnen mal irgendwo hinzufahren. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, wart ihr schon mal zufällig im Moviepark? Wenn ja, dann schreibt mal rein, wie ihr es fandet, wenn nein, dann schreibt mal rein, ob ihr das machen würdet oder nicht, mal dahin fahren, denn ab Donnerstag, ab heute beginnt so gesagt Halloween dort. Und darauf hatten wir halt auch voll Bock. Mal so. Gut, ich bin mal gespannt, wie das allgemein mit Halloween wird, denn große Sachen sind nicht so meine Sachen. Aber hey, vielleicht wird es ja noch gut, vielleicht auch nicht, wer weiß. Ich lasse mich überraschen und werde gleich zu Tode erschreckt werden. Aber hey, ja, und dann auf jeden Fall, gab es auf jeden Fall noch eine Änderung im Moviepark mit den ganzen Halloween-Sachen, denn durch die Corona-Kacke kosten jetzt die ganzen Mazes, also die Labyrinthe, die extra Veranstaltungen nochmal 5 Euro bis 6 Euro pro Person. Heißt also, das ist nicht so schön, dass man nochmal extra das Geld bezahlen muss. Weil ich glaube, letztes Jahr war es halt so, dass alles kostenlos war. Und jetzt ist es so, man muss extra Geld bezahlen. Ja. Nein, deswegen bin ich mal gespannt. Ne? Natürlich werde ich berichten, wie das war. Aufnahmen werde ich mal wieder nicht machen. Kennt man ja nicht anders. Wahrscheinlich würde ich irgendwelche Aufnahmen machen. Hab noch nicht mal eine Kamera oder so. Ja gut, mit dem Handy kann man das machen, aber... nee, mal schauen. Ich glaube aber eher weniger. Naja, ich würde mal sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn dann, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann leider Daumen nach unten. Aber bitte kommentiert in den Kommentaren, wieso, weshalb, warum. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein.